Thank you, Mr. Brok. Kommissar, Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, die Paraffierung mit Moldawien und Georgien ist ein wichtiger Schritt. Und wir sollten diese Länder unterstützen und so schnell wie möglich zur Unterzeichnung kommen. Ich meine, dass wir aber sehen müssen, dass wir es hier mit einem Land im Wettbewerb zu tun haben, das es verleugnet, dass Länder wie Ukraine eine freie Entscheidung haben. Die Entscheidung über den Weg eines Landes obliegt allein diesem Land und nicht Brüssel oder Moskau. Und wenn eines dieser Länder, nämlich die Moskau, einsetzt handelspolitische Mittel, zollpolitische Mittel, Sicherheitsmaßnahmen im Falle Armeniens, dann ist das ein Völkerrechtsbruch, der als solcher benannt werden soll und den wir nicht hinnehmen können und wo wir vielleicht in unserer Antwort einheitlicher sein müssen. Die Tür steht offen. Die IMF-Verhandlungen werden von uns gefördert. Aber es muss auch klar sein, dass die Transformation von Staat, Gesellschaft und Wirtschaft nicht teuer ist, sondern der einzige Weg ist, mit einer modernen Welt aufzuschließen, dass eine Investition in die Zukunft ist. Wollen die Menschen so leben wie in den Tiefen Russlands oder wollen sie so leben wie in der Europäischen Union? Und die Menschen in Kiew und der Ukraine haben ihre Entscheidung getroffen. Sie demonstrieren für ein freiheitliches, zukünftiges Europa, der Ukraine. Und wir wollen mit ihnen kooperieren und sollten mit ihnen eng zusammenarbeiten. Und ich meine, deswegen sollten wir sie unterstützen, den Mut der Opposition, der Zivilgesellschaft, die friedlichen Demonstrationen, die nicht gewaltsam niedergeschlagen werden sollen. Wir müssen einen runden Tisch fordern. Frau Ashton kommt hoffentlich damit weiter heute, damit ohne Gewalt das Volk der Ukraine selbst entscheiden kann, wohin der Weg geht. Und ich glaube, dass Präsident Janukowitsch auf sein Volk hören soll und dafür den Weg freimachen soll und nicht Deals in den Palästen von Sotschi zu machen. Herzlichen Dank. Mr. Brok, I've got a blue card from Mr. Sanuka. Mrs. Sanuka, I'm sorry.